Da sind wir wieder. So, ich bin am Steuer und es geht jetzt darum, dass wir diesen Doktor irgendwie weglocken, ne? Weglocken, ja. Die müssen wir wegkriegen. Boah. Ach shit, da wollte ich gar nicht hin. Sorry. Du. Du. Wie könnte man das machen? Wenzels Haus haben wir abgegrast. Ja, da ist So, nichts mehr. Toni haben wir auch abgegrast. Wir können jetzt in aktiven, auch in der Bar ist nichts mehr los. Wir können nur mit dem. Meine erste Erfindung waren Wasserbomben, die gleichzeitig als Stinkbomben daherkamen. Bei der Alter. hiesigen Wasserqualität naheliegend. Aber man muss auch drauf kommen. Ach, statt der hat da reingepinkelt. So baut man keine Heißluftballons. Es hat Wochen gedauert, mir das Plastik von der Haut zu Oh. pulen. Aua! Zu viel Information. Hier. Oder ich suche das passende Schlüsselloch. Ja. Ja, die funktionieren ja alle nicht. Au! Jetzt habe ich mir ein blödes Teil. Wie oft das sich in die Hand bohrt. Au! Jetzt habe ich mir ein blödes Das ist beim Teil. Luftballon. Das mit Au! dem. Jetzt habe ich ein blödes Okay. Teil. Er darf sich nicht einmal in die Hand bohren, Ja, Mensch. wie gesagt, diesen Notfallraum haben wir jetzt auch schon da. Es passiert nichts weiter. Was? Notfallraum? Ja, im Notfallraum. Hm. So, dann gehen wir noch mal in den. Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Wie kriegt man die wach? Ne, wieder wach kriegen. Ich weiß nicht, ob man jetzt, wenn wir den Espresso jetzt verwenden, Mit ob dem das. Ding. Aber der ist doch gar nicht für das. Ach, scheiße, ich Hey, probier's. du! Ha! Aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Was? Haben wir jetzt den Espresso noch? Ja, haben wir. Oh. Hä? Und jetzt haben wir aber Wachen, Papagei und Nu. Und jetzt? Tonis letzter Therapeut war auch so ein schräger Vogel. Muss man jetzt zu Toni gehen oder was? Ja, weil Toni ist Therapeut. Vielleicht ist das jetzt. Ne, das war die zusammen. Das ist so eine Stange. Setz dir mal auf die Stange da drauf. Ach ja, stimmt. Den Hey sollten wir ja Toni, ich habe wachkriegen. ein Geschenk für dich. Nee. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz Das ist kein anders. Er ist Wasserbüffel. klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Oh. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du Tja. mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich Schön, beim dass es nächsten Mal nicht im gegen Text eine Wand. stand. Sehr witzig, Toni! Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse Oh. äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Idiot. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ja, super. Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Was? Idiot! Idiot! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Ja, und was haben wir jetzt davon? Den Papagei los. Ja, und Wir brauchen immer sonst? noch ein Feuer oder so. Wir brauchen was leicht entzündliches zum Brennen. Ja, wir haben ja jetzt noch als Raum den Ratssaal, ne? Ja, geht da nochmal rein. Ach, siehst du das kleine Logo? Ja. Nicht brennen. Ja. Da halte ich jetzt mit dem Feuerdings rein, oder was? Da kannst du ja mal mit dem Feuerdings reinhalten. Ja, vielleicht auf den Karton drunter. Ah, Karton. Was riecht denn hier so komisch? Ah!
Feuer! Das Rathaus brennt! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Ich hab doch das schaltet durch. Ja. Ah, dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer jetzt geht ist er weg. Gut wie gelöscht. Könnt ihr jetzt mal versuchen, hochzukommen? Ja, ich hab noch keinen Pfeil im Moment. Ja. Alter! Mach jetzt die Tür zu! Jetzt schnell! Nix da, Rufus! Alter! Oh nein! Rufus. Aber da gehört ein Trichter hin. Sie verweigern allen Ernstes einer todkranken Person meine Hilfe? Damit machen Sie sich strafbar, Lotek. Seien Sie froh, dass Inspektor Gizmo nicht hier ist. Wieso hat er das jetzt gesagt? Das war jetzt gerade komisch, ja? Was ein Trichter? Hä? Aber... Warum? Nick, da Rufus. Die Finger weg von der Illusionerin, Rufus. Aber was da gehört haben wir ein Trichter hin. Sie verweigern allen Ernstes einer todkranken Person damit. Daneben nicht. Oh. Aber eines Tages kommen sie auch noch auf den Trichter. Und dann erwarte ich eine Entschuldigung. Was ist denn das? Ist das Teleskop dort, ne? Kann man das nehmen? Mikrofon? Ah. Okay. Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mikro hat. Wahrscheinlich für diese ach so wichtigen Bürgerversammlungen. Okay. Ein Experte wie ich kommt auch ohne so einen Schnickschnack aus. Immerhin verfüge ich über einen hervorragenden Geruchssinn. Geruchssinn? Kann man es nicht nehmen? Doch, kann man. So, nu? Na, jetzt kommt der wieder raus. Nein! Wahrscheinlich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Nein! Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Die war doch eine kleine Meise, oder? Nö, ach. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie. Sie hat eine Lampe auf dem Kopf. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm. Oh nee. Ideal. Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Oh Gott. Das ist ganz gut. Oh ja, du hast ein Teleskop in der Hand. Ja, das tue ich mal lieber weg. Kann ich nicht. Rechtsklick? Nee. Du kannst es nicht wegtun. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitz und du kannst ja jetzt mal zur... Oh. Ach so! Unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Alter. So, das reicht jetzt aber. Ach kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha! Da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis das um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Das übelste Geheimnis. Endlich! Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Oh, jetzt geht's los. Keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Oh Gott. Und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Okay, ach so, jetzt sind wir, können wir uns wieder bewegen, bestimmt. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Jetzt nochmal den Kaffee versuchen, während die hier quatschen die ganze Zeit. Sie können mich nicht verhaften. Gleich geschafft. Ich muss nur noch sicher gehen, dass auch kein Tropfen verloren geht. Sie sind trotzdem kein Tropfen verloren. Trichter. Sie sind wir haben doch bloß noch so einen Trichter. Ja, nimm den mal. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. So, kombinieren. Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht Einfach mal, mach einfach mal einen Trichter an Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Erst den Pfeil aus dem Trichter nehmen. Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. So. Sie sind verhaftet. Jetzt. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Jetzt geht's Sie ab. Sie sind trotzdem Wer war das? Ich am frühen Morgen. Ich war das. Jawohl. Der Zahn ist runtergefallen. Oh. Rufus?
Alles okay bei dir? Oh. Hä? Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Warum lag sie nicht von Anfang an hier? Warum wurde sie erst in einen Koffer gequetscht? Weil sie der Meinung waren, in dem Zustand ist kein Gut, durfte sie nicht bewegt werden. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse. Nein, Rufus. Ja? Butz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Butz. Aha, Baby. Ja. Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Ritzel, Fitzel, Britzel? Was? Nimmel, Frümmel, Wugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm. Komm zu dir. Sup, Kartoffelsup. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Das war klar. Mammelframs? Bim für die Bum, klopp, klopp. Oh, der Satz. Oh, dieser Satz. Hä? Schlechtester, das ist dieser, das schlechteste Anspruch. Kennst du ihn nicht? Aber hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Das ist ein blöder Spruch. Mich hat noch niemand so angemacht. Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plemplem. Tataratatim. Was habe ich auch erwartet, dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium, wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja, du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Das Gerät im Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin. Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk Fernsprecher erreichen. Er oder wird so versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja. Das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Oh. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Hm. Okay. Los, Tippos. So. So, alles gemacht. Gut, das ist alles, ja, okay. Das ist ja. Was ist das für ein komischer Rüssel? Achso, es ist einfach nur Kontakt hier.
So. Da würde ich mal zum Bürgermeister gehen und gucken, ob wir da irgendwas machen können. Genau. Das sind auch keine Leute mehr jetzt, siehst du das? Stimmt. Ich sagte, das passt. Gut, alles klar. Aber dieses komische Gerät, was da abgebildet war, ne? Das war ja jetzt. Nächster bitte! Diese Technik ist voll für die Hier ist eine Nachricht vom Bürger. Das hatten wir schon. Eines der wenigen Fernsprachen bezahlt. Ich weiß schon. Mikrofon. Da kommt alle Hilfe zu spät. Mikrofon. Okay, was, kann man das? Achso, das können wir noch anwenden. Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Das denke ich mir auch immer. Adapter. Ja, vor allem ich brauche einen Adapter. Vor allem haben wir immer noch das Narkotikum, das ganze Zeug. Also, das Erdmagnetfeld, kein Grund nachzugehen. Gut. Okay. Aber warte mal. Können wir das an den Fernschreiber anwenden, das Mikro? Das Mikro? Das war eine bescheuerte Idee, aber. Hier dran. Da fehlt ein Adapter. Ja, kleine Klinke, großer. Können wir hier uns noch irgendwas holen? Bitte, der Schlüssel, das Hammer. Nee, Schlüssel haben wir ja geklärt. Nee. Da ging das Schnapsfach auf. Ach ja, stimmt. Das ist also auch. Geh nochmal geradeaus in das Zimmer da in diesen großen Saal. Ist da irgendwas passiert? Da ist was passiert, ja. Oh! Trichter. Vielleicht als Adapter. Keine Ahnung. Der Typ liegt auch nur rum, pennt die ganze Zeit. Ja. Fand ich halt die Uhr umhängen. Können wir denen einen Kaffee verabreichen? Was hat der denn Uhr? Es ist Zeit für ein weiteres Manöver. Und jetzt vorsichtig. Macht er jetzt auch was? Ja. Okay. Aha. Lange Finger, leise Treter. Rufus war der Übeltäter. Können wir den mit dem Trichter auch Ist und bleibt ein Penner. Ja, aber der schläft ja schon. Ja, vielleicht kann man den mit Kaffee verabreichen. Oder Narkotika und dann bringt es den übelst um. Ja, nicht tot, ehrlich. Ich reiß dir den Kopf. Als ein Wort ist er. Gut, das funktioniert nicht. Vielleicht das Mikro wieder anstecken. Das wäre wie Öl ins Feuer in Langweil. Ja, das stimmt. Das ist das Mikro wieder an? Warum? Das weiß ich nicht. Das können wir ja gar nicht. Können wir das Mikro mit dem mit dem Trichter? Also das wäre ziemlich blöd. Das muss nicht umgeführt. Okay. Da fehlt kleine Klinke, großer. Vielleicht können wir diesen Trichter doch als Adapter nehmen. Ja. Es ist so doof, aber. Nee, das war schon dort. Ja, stimmt. War ja im Büro. Stimmt. Irgendwie sowas. Nicht kleckern, sondern klotzen. Ich persönlich. Nee, das was ich damit vorhabe. Aber noch will ich die Katze. Nee. Schwierig. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Wir haben hier eine Uhr. Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich. Aber noch will ich. Also, das Erdmagnetfeld. Das wäre reinste Zeit. Kann uns vielleicht. Da fehlt ein Lotti kleine Klinke, großer Blödsinn. Okay. Warum? Also, das ist ja wieder. Mit der haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen, wieder. Das stimmt, ja.
Hallo, Lotti. Du schon wieder? Ha! Soll ich das nochmal fragen? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe den... Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Ja. Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Der arbeitet in der Post. Aha. Aber die Post ist geschlossen. Oh, nee. Ja, dann kannst du dir die Idee wohl in die Haare schmieren. Ha? Sitzt der arme Kerl da die ganze Zeit drin, oder was? Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. So, kann ich... Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Tatsache. Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch kein Abschiedsgeschenk. Kannst du nicht? Warum denn nicht? Wie kriegt man die Post auf? Sie hat mich. Was haben wir? Was fehlt denn dort? Was fehlt denn dort an der Anzeige? Ach! Verdammt. Oh Mann. Ich glaube, die Post hat auf. Post, Donna! Du hast Post. Recht. Damit hast du nicht gerechnet, oh Gott. Was? Nee. Nee. Jetzt gehen wir... Oh, jetzt der Telefonist. Oh. Ah! Aha. Eine mechanische Post. Postbot. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen... Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Das habe ich ja leider nicht. Ah, wo finde ich denn so? Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Also. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek. Ja. Eine weitere am Empfang des Rathauses. Die 3. Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Cool. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal 2. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt. Oh, das macht ja aber erst einmal nichts. Kannst du draufklicken schon? Nee. Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Ah. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Ostturms. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Was haben? Bis dahin wir haben einen Zettel. Schon lange da steht 63 drauf. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. So ein Arsch. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfülle zu ziehen. Ja. Das auch Spaß. Wenn es dir gefällt. Gefällt leider jedem. Brauche ich jedem die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen.
die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Oh nein. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Da müssen wir den bestimmt Knickerfolie. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Besorgen. Ja. Leider brauche ich die Knickerfolie. Und was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Das klingt wie ein Zungenbrecher. Das ist der Ersatzpostkatzen. Hat er bestimmt übelst lang gebraucht, um den Satz einzusprechen. Ja. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Da wollen wir bei den Katzen hat sich was geändert. Für den Nachsendeantrag. Selbstüberschätzungsbar. Ah, ich komme, es lässt sich so leicht drücken. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, Bild. Aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lässig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? Den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Oh, okay, bis später. Okay, machen wir Leerzeichen. Was haben wir denn hier alles Schönes? Fehler, Fehler. Dann halt nicht. Was haben wir noch? Klappe. Katze! Eine Katze in einem Laufrad. Süß. In einem Laufrad? Ich will die Katze mitnehmen. Ja. Können wir dir irgendwas geben? Narkotikum? Kaffee! Gib dir mal den Espresso. Stimmt. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Was? Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Das Auge, ich sollte Projektmanager in einer Computerspielfirma werden. Was passiert jetzt mit der Katze? Okay, die. Kannst du die Klappe wieder zumachen? Und jetzt? Ne, passiert nichts. Also. Sie guckt die Katze immer noch so lustig? Ja. Ich lass es mal auf, da kriegt sie mehr Luft. So. Klappe. Noch eine Katze. Noch oh, da kannst du. Los, trink! Sie könnte wirklich mal ein bisschen. Hey! Der Kaffee lässt sie schneller. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Okay. Noch irgendwas? Da oben ist doch noch irgendwas. Funkgerät. Ah, aber da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Wildvogel. Kommen wir da hin? Kommen wir aber nicht weiter. Was mit dem Wildvogel? Das sagt doch bestimmt auch, da kommt er nicht hin, oder? Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So. Was? Wenn man ihn anstößt, so ein Feature wünsche ich mir für Toni. Wenn man ihn so. Kannst du dem jetzt die 363 schon zeigen? Ich an wen auch? Der Einzige, der damit umgehen kann, bin ja wohl ich. Hm. Ich will das nicht verschicken. An wen? Ja, das bringt also jetzt noch nichts. Geht der jetzt kaputt? Ich will das nicht verschicken. An wen auch? Ich will das nicht verschicken. An wen auch? Der Einzige, der da. Was sind das von. Was sind das für kleine Symbole? Das da? Kann das nicht identifizieren. Warte mal. Hä? 1, 2, 3, 3. Hä? Ich kann das noch nicht ganz, was haben wir denn von der Frau ein Ausrufezeichen bekommen vor uns eigentlich? Wo kann ich denn das sehen? Guck mal bei der Plan-Tipp-Liste, ob da irgendwas erscheint. Na. Ja, da ist ein Ausrufezeichen und drunter. Hinweis. Tresor öffnen. Haben wir? Welchen was macht denn der Typ denn? Unten drunter? Knickerfolie, ja, genau. Okay. Ausbrechen. Also müssen wir irgendwo Knickerfolie herkriegen.
Knickerfolie. Und das kommt nur bei irgendwelchen Paketen. Können wir aber auch ein Paket, da können wir nichts ankrabbeln, ne? Nee. Knickerfolie. Auf den Hochposten. Auf den Hochposten? Ah! Guten Tag. Ja, hallo. Das ist aber cool hier. Guck mal, hier hast du ja, so einen schönen Ausblick. Ja, ja. Da ist ein Teddy links oben. Ne, ist ein Teddy? Ein Hund. Das ist ein Bär. Ein Bär. Ja, mit dem Typen kannst du jetzt das nächste Mal sprechen. Genau, mach ich. Dann reden wir... Ach, die Tauben. Oh, der hat erstmal einen schönen Popel rausgezogen. Na gut, dann reden wir das nächste Mal mit dem Postboten. Ganz genau. Nicht Postboten, mit dem Hochposten. Willst du nochmal den Zungenbrecher mit den Ersatzkatzen aussprechen? Putzmittel, Ersatzkasten, Sack, Katzen, Kratzen. Gesundheit. Putz. Putz, Putz, Kratz, Kratz. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.